Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Für alle Flugreisenden, die nach Deutschland zurückkehren, sollen künftig neue Corona-Auflagen gelten. Nach den Plänen von Gesundheitsminister Spahn müssen sie vor dem Rückflug einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen, auch wenn sie nicht aus einem Risikogebiet kommen. Die Vorschrift soll ab Sonntag 0 Uhr gelten und ist bis Mitte Mai befristet. Das Kabinett muss noch zustimmen. In den meisten Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien. Und schon seit Tagen läuft die Diskussion über Urlaubsreisen, vor allem seit Mallorca kein Risikogebiet mehr ist. Ein generelles Reiseverbot soll es aber nicht geben. Unabhängig von diesem Reizwort Mallorca muss man einfach sehen, dass ein Reiseverbot ein wirklich tiefer Eingriff in die Bewegungsfreiheit der Menschen wäre. Gerichte würden dann wie immer prüfen, gibt es nicht mildere Mittel, mit denen man denselben Zweck erreicht. Und genau da kommt dann zum Beispiel eine Testpflicht ins Spiel. Und eine solche will die Bundesregierung nun für Flugreisende zusätzlich einführen. Wer nach Deutschland fliegt, muss vor Abflug einen Test vorweisen, auch wenn er aus einer Region mit niedriger Inzidenz kommt. Eine Art Abschreckung, denn nichtsdestotrotz geht es ja den Appell an alle Bürger in diesem Land, die ja verantwortlich für, die wir füreinander sind, das möglichst zu unterlassen, zu unterbleiben, weder ins Ausland noch im Inland groß zu reisen. Sich um den Test kümmern und ihn bezahlen müssen die Reisenden selbst. Wer positiv getestet wird, muss vor Ort in Quarantäne. Die Airlines wollen helfen, haben aber durchaus Fragezeichen, auch nach einem Gespräch mit dem Verkehrsminister heute. Wir wollen das konstruktiv unterstützen, aber wir brauchen operativ etwas mehr Zeit als jetzt vorgesehen. Und wir brauchen Ausnahmen an den Destinationen, wo keine hinreichende Testinfrastruktur ist, weil wir die ja auch zurücktransportieren wollen, die Menschen dort. Eigentlich soll die Testpflicht schon ab Sonntag gelten. Aktuell würden aber noch Detailfragen der praktischen Umsetzung geklärt, heißt es aus dem Verkehrsministerium. Nach dem Debakel um die Osterruhe soll diesmal möglichst nichts schiefgehen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter deutlich an. Dem Robert-Koch-Institut wurden 22.657 neue Fälle gemeldet, so viele wie seit Mitte Januar nicht mehr. Das sind gut 5.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 113. Vergangenen Donnerstag lag der Wert noch bei 90. Das Saarland mit einer 7-Tage-Inzidenz von derzeit unter 70 will seine Corona-Regeln nach Ostern weitreichend lockern. So sollen etwa die Außengastronomie, Kinos und Fitnessstudios öffnen. Voraussetzung, um die Angebote wahrnehmen zu können, ist ein tagesaktuelles negatives Testergebnis. Lockerungen direkt nach den Feiertagen. Nicht nur für die Gastronomen hier in Saarbrücken ist die Ankündigung ein verfrühtes Ostergeschenk. Restaurants und Kneipen sollen ihre Außenbereiche öffnen dürfen. Für Gäste mit tagesaktuellem negativen Corona-Test. Ähnliches gilt für Theater, Kinos und Sportvereine. Die Saarländer reagieren gespalten. Ich finde das gut, um ehrlich zu sein. Gibt man immer ein bisschen Normalität ins Leben. Als Konsequenz aus der ganzen Misere lockern sie. Kann ich nicht verstehen. Der saarländische Ministerpräsident hingegen nennt gleich mehrere Gründe für die Lockerungen. Erstens, das Infektionsgeschehen ist im Saarland derzeit moderat. Zweitens, wir verfügen im Ländervergleich über eine der besten Testinfrastrukturen. Und drittens, ist ganz wichtig, beim Impfen sind wir mit einer Quote von fast 12% der Gesamtbevölkerung bei den Erstimpfungen bundesweit Spitze. Alles hängt davon ab, wie sich die Inzidenzen entwickeln. Und da könnten auch die Kleinsten eine Rolle spielen. Denn auch in Kitas, so die Bundesfamilienministerin, breite sich die Virusvariante B117 zunehmend aus. Eins ist ganz klar, wir müssen auch das Infektionsgeschehen bei den 0- bis 5-Jährigen, bei den Kita-Kindern ernst nehmen. Wir sehen eine leichte Steigerung und das bedeutet, dass wir hier an dieser Stelle den Fokus auch legen müssen, wenn es um Schutz und um Prävention geht. Ostergottesdienste sollen übrigens nicht zwingend virtuell stattfinden. Die Bundesregierung hat ihre entsprechende Bitte zurückgenommen. Jetzt können die Kirchengemeinden vor Ort selbst entscheiden. Nach ihrer Abkehr von einer erweiterten Osterruhe hat Kanzlerin Merkel mehr Anstrengungen im Kampf gegen Corona gefordert. In einer Regierungserklärung im Bundestag mahnte sie heute bei Bund, Ländern und Kommunen schnelle Verbesserungen beim Impfen an.
Auch müsse die Wirtschaft mehr Tests in Betrieben anbieten. Zugleich rief Merkel zu Zuversicht auf. Mit den Impfungen sei Licht am Ende des Tunnels sichtbar. Die Zeit der Entschuldigung war gestern. Heute schaltet die Kanzlerin in den Angriffsmodus. Merkel fordert die Länder und Kommunen auf, überall und mehr zu testen, wie das in einigen Städten bereits passiert. Es ist keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan wird. Alle können das machen. Und der Bund wird immer unterstützend tätig sein. Beim Testen will Merkel jetzt auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen. Wenn die nicht bald freiwillig ihren Mitarbeitern Corona-Selbsttests anbieten würden, dann werde der Bund das vorschreiben. Diese Pflicht zum Selbsttest im Job fordern die Grünen jetzt schon und außerdem ein Runterfahren der Betriebe. Wir müssen dafür sorgen, dass die Büros wirklich zu sind. Sie sind es immer noch nicht. Und dort finden weiterhin in Großraumbüros Pandemietreiben statt. FDP-Chef Lindner dagegen warnt vor zu viel Eingriffen in das Leben der Menschen. Wir wissen, dass wenn man eine Schraube anzieht, immer weiter anzieht, nach fest kommt ganz locker. Fundamentale Kritik kommt von der AfD. Lockdowns brächten wenig oder nichts. Die europäische Impfstrategie sei gescheitert. Es liegt im deutschen Interesse, dass zuerst die Bürger dieses Landes geimpft werden. Die Linke spricht von Chaos und von leeren Versprechungen der Bundesregierung. Wenn Ihre Bundesregierung bei der Impfstoffbeschaffung und der Teststrategie nicht so kläglich versagt hätte, dann hätte diese dritte Welle entscheidend abgemildert, wenn nicht sogar vermieden werden können. Dass es nicht wirklich gut läuft, gibt auch die Kanzlerin zu. Wenn wir uns ausruhen auf dem, was wir haben, reicht es nicht, mahnt Merkel. Über Schwächen im Kampf gegen Corona berät seit heute auch ein Videogipfel der Europäischen Union. Im Fokus stehen die anhaltenden Lieferprobleme beim Impfstoff. Kritik regt sich vor allem an den hohen Exporten, für die nun verschärfte Kontrollen ins Auge gefasst werden. Von den fast 450 Millionen EU-Bürgern sind bisher insgesamt 62 Millionen mindestens einmal geimpft worden und nur gut 18 Millionen zweimal. Die Fahnen gebügelt, die Kameras installiert. Heitere Grüße an die Kolleginnen und Kollegen. Der EU-Gipfel kurzfristig wieder virtuell. Die Pandemielage lässt ein persönliches Treffen in Brüssel mal wieder nicht zu. Nur wenige Staats- und Regierungschefs haben, wie der Grieche Mitsotakis, bereits eine Corona-Impfung erhalten. Der Impfstoff für die EU, eines der Hauptstreitthemen. Wann und wie viel wird geliefert und wer soll ihn dann bekommen? Kommissionspräsidentin von der Leyen twitterte zu den Liefermengen. Im zweiten Quartal soll die EU 360 Millionen Dosen Impfstoff erhalten. 200 Millionen Dosen von BioNTech/Pfizer, 35 von Moderna und 55 von Johnson & Johnson. Nur AstraZeneca hat angekündigt, nur 70 statt der vereinbarten 180 Millionen Dosen liefern zu können. Das Problem im Augenblick mit der Impfstoffversorgung liegt weniger in der Frage, wie viel bestellt wurde, sondern in der Frage, wie viel kann auf europäischem Grund im Augenblick gefertigt werden. Denn in der Europäischen Union produzierte Impfstoffe wurden zwar in mittlerweile 33 Länder verschickt, bislang konnte die EU selbst aber keinen Impfstoff importieren, weder aus Großbritannien noch den USA, zum Ärger einiger Staats- und Regierungschefs. Die Europäische Union hat bisher über 70 Millionen Dosen Impfstoff in alle Himmelsrichtungen der Welt exportiert, hat aber keine einzige Dose von anderen Teilen der Welt erhalten. Das ist ein massives Missverhältnis. Deshalb stehen mögliche Ausfuhrbeschränkungen zur Debatte. Ob die Kritiker aber tatsächlich einen Exportstopp durchsetzen können, ist fraglich. Zum Stand der Verhandlungen jetzt Markus Preis. Die Regierungschefs stecken in einem Dilemma. Sie müssen dringend für mehr Impfstoff sorgen, wollen dabei aber möglichst niemand verärgern. Das fängt schon bei Joe Biden an. Der US-Präsident wird in gut einer halben Stunde zugeschaltet. Viele in der EU halten seine Impfstoffpolitik für ein ziemlich unverblümtes America First. Aber heute Abend wird das, nach allem, was man hört, noch nicht mal angesprochen. Vorsichtig sind die Regierungschefs auch, wenn es um einen Exportstopp für Impfstoffe geht. Die Zahlen sprechen eigentlich eine klare Sprache. Die EU hat seit Dezember 88 Millionen Dosen geliefert bekommen. Gleichzeitig aber wurden aus der EU fast genauso viele, nämlich 77 Millionen, in andere Länder exportiert.
Die EU-Kommission hat gestern ein strikteres Handeln vorgeschlagen. Beim Gipfel heute aber wurden viele Bedenken geäußert. Sorgen um Lieferketten etwa oder um den Ruf des Wirtschaftsstandorts EU. Als Drohkulisse halten die Regierungschefs Exportverbote für sinnvoll. Wir haben aber auch erfahren, dass sie die Kommission deutlich aufgefordert haben, bevor konkrete Verbote ausgesprochen werden, bitte nochmal Rücksprache halten. Zurück zu Linda Zervakis. Auf seiner ersten Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt hat US-Präsident Biden deutliche Worte Richtung China gerichtet. Die USA suchten keine Konfrontation, man werde aber zusammen mit demokratischen Verbündeten dafür sorgen, dass China sich an fairen Wettbewerb und internationale Regeln wie Menschenrechte halte. Bezogen auf den chinesischen Präsidenten sagte Biden wörtlich, dieser habe keinen demokratischen Knochen in seinem Körper. Der Bundestag hat beschlossen, sexualisierte Gewalt gegen Kinder härter zu bestrafen. Mit Gefängnis von mindestens einem Jahr werden künftig die Taten selber sowie die Verbreitung und der Besitz von Bildern und Filmen geahndet. Zudem erhalten Ermittler mehr Befugnisse bei der Überwachung von Handys und Computern in Zusammenhang mit solchen Delikten. Der Bundesrat muss dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Es sind die grausamen Fälle von Kindesmisshandlungen wie in Münster, Lüchte oder Staufen, weshalb die Regierungskoalition reagiert hat. Um künftig vor allem härter gegen die Täter durchgreifen zu können, hat sie heute ein ganzes Gesetzespaket verabschiedet. Das Strafmaß wird nun erheblich steigen für solche sexualisierten Gewalttaten an Kindern und auch an Abbildungen davon. Das schreckt hoffentlich auch ab. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder gilt künftig grundsätzlich als Verbrechen. Es drohen bis zu 15 Jahre Haft. Wer sogenannte Kinderpornografie besitzt, muss mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren rechnen. Wer solche Aufnahmen verbreitet, mit bis zu 10 Jahren. Die AfD stimmt mit der Regierung für das Gesetzespaket. Die anderen Oppositionsparteien enthalten sich. Die Strafverschärfungen sind für die Linke das falsche Mittel, um die Gewalt gegen Kinder zu stoppen. Deutlich wirksamer wären präventive Maßnahmen wie umfangreicher Personalausbau in der Jugendarbeit, bei den Telefonhotlines, bei den Beratungsstellen, bei den Therapieplätzen und in den Frauenhäusern. Mehr Fachleute hält auch die FDP für notwendig, aber an anderer Stelle, weil sie davon ausgeht, dass viele neue Verfahren auf Staatsanwälte und Richter zukommen. Dafür bräuchten wir mehr Personal und eine bessere Ausstattung bei den Ländern. Das wird in der Gesetzesbegründung zwar angeführt, aber darüber hinaus nichts in Aussicht gestellt. Das Justizpersonal massiv aufzustocken, fordert auch der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Nur so könnten die Täter effektiv verfolgt werden. Uta Ranke-Heinemann ist tot. Die Theologin starb heute im Essen im Alter von 93 Jahren. Ranke-Heinemann wurde 1970 als erste Frau katholische Theologieprofessorin. Sie geriet immer wieder in Streit mit der Amtskirche, stellte zentrale Lehrsätze in Frage. Ranke-Heinemann engagierte sich auch in der Friedensbewegung. Gegen den Strom schwamm Ranke-Heinemann schon als junge Frau. Die Tochter eines evangelischen Vaters, des früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, wurde gegen dessen Willen katholisch. Ich wollte einfach aus dieser Intoleranz der Protestanten, suchte ich die große Toleranz und wusste nicht, dass ich nur vom Regen in die Traufe käme. 1970 erhielt sie einen Lehrstuhl für katholische Theologie als erste Frau der Welt. Sie kritisierte die Sexualmoral der Kirche und distanzierte sich 1987 vom Dogma der Jungfrauengeburt. Dafür wurde ihr schließlich die kirchliche Lehrerlaubnis entzogen. Was heißt das schon? Streitbar. Mir ist lieber Inhalte, als da so eine so ein Wort da angeklebt zu bekommen. Denn wofür? Streitet man darauf, kommt es doch wohl an, oder? 1999 kandidierte Ranke-Heinemann ohne Erfolg für das Amt der Bundespräsidentin. Für die PDS, die Vorgängerin der Linkspartei. Ihre politische Botschaft war, ehrlich zu sein, Vertrauen zu schaffen und eigene Ansichten nicht aufzugeben, nur weil es eine Obrigkeit so wünscht. Der Bischof von Essen würdigte die Kirchenkritikerin heute als engagiert kritische Intellektuelle. Trotz eines positiven Corona-Falls bei der deutschen Fußballnationalmannschaft findet das WM-Qualifikationsspiel gegen Island am Abend statt. Das teilte der DFB nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Düsseldorf mit. Der Gladbacher Jonas Hofmann war positiv getestet und isoliert worden. Er habe keine Symptome.
Auch der Leipziger Marcel Halstenberg muss in Quarantäne, da er als einziger, als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft wurde. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 26. März. Der Süden und Osten Deutschlands profitieren von hohem Luftdruck, während sich das Wetter ansonsten durchwachsen präsentiert. Dabei fließt recht milde Luft heran. Heute Nacht ist es teils klar, teils wolkig und stellenweise sind Schauer möglich. Morgen gibt's in der Mitte und im Norden mal Sonne, mal Wolken und mancherorts wird es nass. Im Süden scheint dagegen häufiger die Sonne, die später auch im Osten zum Zuge kommt. Heute Nacht 7 bis 1 Grad, im Süden gibt's leichten Frost. Morgen überall zweistellige Werte, im Südwesten sogar nahe 20 Grad. Am Samstag im Süden teilweise freundlich, sonst windiges und deutlich kühleres Schauerwetter, im Bergland fällt Schnee. In den folgenden Tagen bleibt die Nordhälfte auf der wolkigen, nassen und windigen Seite, während es von Süden zunehmend sonniger und wärmer wird. Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Das Saarland macht auf. Wie risikoreich ist das Corona-Modellprojekt? Fragen an Ministerpräsident Hans. Und olympisches Feuer. Hoffnungslauf für die Sommerspiele in Tokio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.